Tanja Black, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend, moin. Wenn Sie sich dazuhören, was glauben Sie, wie viel von Ihren jugendlichen Fans nehmen sich die Worte zu Herzen und nehmen Ihre Videos zum Anlass, jetzt mal richtig fürs Medizinstudium zu büffeln? Und ich hoffe, viele. Und wie viele sagen, geil, so ein Lamborghini von Fortnite finanziert hätte ich auch gern? Das ist nicht die Realität. Aber ich kann auch viele Ärzte, die einen Lamborghini fahren, also so ist nicht, ne? Kann sich auch lohnen, ja, ja. Habe ich auch von gehört. Mhm. Aber tatsächlich gibt es ja viele, die sagen, ja, der macht sich's leicht, ne? Der verführt Kinder zum Zocken, zum Online-Glücksspiel, kennen Sie alles, diese Vorwürfe. Ja, und Sie sagen immer, ich bin kein Vorbild. Kann man sich so einfach machen? Ja, also ein Vorbild ist man immer, ob man es möchte oder nicht. Letztendlich sollte man natürlich auch dementsprechend versuchen, zumindest gute Werte mitzugeben. Aber am Ende, letztendlich, sollten die Eltern überprüfen, was ihre Kinder oder die Jugendlichen im Internet schauen. Das Spiel, was man im Hintergrund gesehen hat, zum Teil die Spiele, die Call of Duty, wir sind ja auch ab 18. So, da schauen aber auch viele jüngere Leute zu. Das müssen die Eltern am Ende überprüfen, was ihre Kinder im Internet konsumieren. Denn die Eltern stellen ja auch die Internetleitung zur Verfügung. Da steckt eine gewisse Logik hinter. Und trotzdem sozusagen wissen Sie natürlich, wer zuschaut. Also wie alt die Jungs und Mädels sind. Ja, na klar, natürlich. Ich weiß natürlich nicht direkt, weil wenn mir jemand zuschaut, schreibt er nicht direkt sein Alter dazu. Aber natürlich schauen auch viele junge Leute zu, das ist klar, ja. Jetzt frage ich hier so kritisch nach, dabei war das tatsächlich ein Wunsch von Ihnen, dass Sie unbedingt hier in diese Sendung wollen? Warum eigentlich? Um Imagepunkte bei Oma und Opa zu sammeln oder warum ging's? Die Imagepunkte bei Oma und Opa brauche ich nicht sammeln, aber ich weiß, Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen. Und, die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern-TV. Opa, hallo? Opa geht dann meistens raus, weil er irgendwann keine Lust mehr hat auf die Leute, die dann im Beitrag zu sehen sind, weil er sieht immer alles anders. Oma ist der Fan. Oma schaut sehr gerne, ja, ja, klar. Ja. Okay, und das war tatsächlich ein Grund, dass Sie gesagt haben, also da gehe ich auch mal hin zu Stern TV und dann... Ja, weil letztendlich, Stern TV wird zwar bei RTL gesendet, aber es ist ja eine andere Redaktion dahinter und dementsprechend auch eine andere Berichterstattung und ja, dementsprechend war es für mich okay, hierher zu kommen und ich hatte da Lust zu. So, das andere RTL-Programm ist auch schön, aber da gab es mal eine Begegnung vor einiger Zeit, die auch Spuren hinterlassen hat. Aber umso dankbarer sind wir, dass Sie hier sind. Warum sind Sie eigentlich bei Oma und Opa aufgewachsen? Gab es da Gründe für? Ja, also ich muss da ganz kurz korrigieren. Es war nicht, weil meine Eltern sich getrennt haben. Meine Eltern haben sich schon getrennt, da war ein kleines Baby. Mhm. Meine Mutter ist, als ich 18 war, ungefähr weggezogen auf ein kleines Dörfchen. Da hätte ich auch mitziehen können, das war gar kein Problem. Ich hatte da ein Zimmer gehabt. Aber zu der Zeit war ich halt drogenabhängig. Und auf einem kleinen Dörfchen kennt man das. Ich hatte keinen Führerschein, wäre irgendwie zweimal am Tag der Bus gefahren. Und deswegen wollte ich nicht mitziehen, weil von dort aus hätte ich sehr schlecht meine Drogen organisiert bekommen oder allgemein mit Freunden treffen etc. Und deswegen bin ich da nicht mitgezogen und zu meinen Großeltern gezogen. Die irre was mitgemacht haben mit Ihnen, da machen Sie auch keinen Hehl draus. Also Sie, ja, unglaublich geduldige, liebevolle Menschen mit einem ganz, ganz langen Atem waren. Sie haben gerade gesagt, Dankbarkeit beschreibt das eigentlich gar nicht, was ich Oma und Opa gegenüber fühle. Ja. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn Sie drüber reden, da klopfen von innen schon so die Tränen an, oder? Ja, schon. Ich bin nicht jemand, der oft weint oder eine Träne im Auge hat. Außer bei Tierdokumentation, da bin ich immer sehr leicht am Wasser gebaut. Gerade heute wieder geweint bei einer Tierdoku, muss ich gestehen. Aber meine Großeltern sind mir schon sehr, sehr wichtig. Und ich wüsste keine Worte, die ich jetzt sagen könnte, die das eigentlich widerspiegeln, was ich für die empfinde. Weil, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe sehr viel mit denen erlebt, sowohl Negatives als auch Positives. Ja, die haben Sie vor die Tür gesetzt irgendwann, ne? Opa hat gesagt, jetzt reicht es. Richtig. Wissen Sie noch, was Oma in dem Moment gesagt hat, als Opa entschieden hat, der fliegt hier raus, der hat noch eine Nacht und dann ist er weg? Normalerweise hat Oma die Hosen zu Hause an, aber an dem Tag hatte Opa die Hosen an, würde ich sagen. Denn Opa hat mich zu Recht rausgeschmissen. Er hat mir sogar noch großzügigerweise die Möglichkeit gegeben, eine Nacht dort zu schlafen. Und ich glaube, das war Omas Entscheidung, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Noch so eine Gnadennacht? Genau, eine Gnadennacht so mäßig. Ich kann ein, zwei Kollegen anrufen und schauen, wo du am nächsten Tag bleibst. Aber letztendlich, die Reaktion, die er da ja gebracht hat, war ja vollkommen zu Recht. Und ja. Also ging ja nicht nur um den nächsten Tag. Wo sind Sie die nächsten Monate geblieben? Wo haben Sie gepennt? Wo haben Sie gewohnt? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin, da konnte ich immer mal pennen. Ich habe bei Kollegen auf der Couch gepennt und wenn halt gar nichts ging, die Geschichte wäre jetzt zu lang, um sie zu erzählen, ich hatte zu dem Zeitpunkt den Generalschlüssel von meiner alten Schule. Ach so. Ja, hat sich dann zu dem Zeitpunkt dann ganz, war ganz passend und dann habe ich auch öfters mal da geschlafen in der Turnhalle. Wie kommt man an den Generalschlüssel der Schule? Irgendwann ist mal jemand zu mir gekommen, der hat den Schlüssel, ich habe ihm 20 Gras dafür gegeben und dann war es mein Schlüssel. Und dann sind Sie nachts in die Schule und haben dann nicht nur gepennt, sondern auch ordentlich was ausgeräumt. Beamer abgeschraubt, Umkleidekabinen ausgeräubert. Ich habe mir das genommen, was ich nehmen wollte zu der Zeit, um meine Drogen zu finanzieren.
Es hat eigentlich nur damit angefangen. Ursprünglich wollte ich den Schlüssel nur haben, damit wir nachts in die Sporthalle rein können, uns da gemütlich ein kleines Lager aufschlagen, eine Runde Basketball spielen, Fußball spielen. Aber je abhängiger man geworden ist, desto mehr Geld brauchte man auch, desto weniger Möglichkeiten hatte man. Und irgendwann war halt für mich die Entscheidung so, okay, ich habe den Schlüssel, ich kann da auf schnelle Welle ein bisschen Geld machen und habe da relativ wenig Hemmung gehabt damals und habe es dann halt auch gemacht über mehrere Jahre. In manchen Punkten haben Sie so eine Art Wiedergutmachung versucht, den Großeltern gegenüber. Wir haben es gehört, ja, einfach mal die Schulden zurückzahlen. Sie haben Ihren Großeltern auch ein Auto geschenkt, ne? Ich muss fairerweise sagen, ich habe meinen Großeltern das Auto nicht geschenkt, sondern ich habe es ihnen zur Verfügung gestellt für 3 Jahre Leasing, für kostenfrei. Was denn, so ein Polo, ein Lupo oder was war es? Das war ein Maserati, oder ist ein Maserati. Aber man hat eine Ahnung davon gekriegt, Ihre Oma fährt gerne mal einen schnellen Stiefel. Opa meckert immer und sagt, das ist ja der zu modern und so. Vor seinen Kollegen, vor seinen älteren Kollegen, gibt dann immer ein bisschen an. Oh ja, hast du den gesehen? Fährt aber am liebsten immer noch mit seinem alten Golf 3er, den er sich gekauft hat für Billiggeld, an dem er basteln kann. Die neuen Fahrzeuge kann er nicht so gut basteln. Ja. Aber Oma mag den Wagen sehr gerne. Und Oma hatte immer zu mir gesagt, sie würde mal gerne noch mal ein neues Auto fahren mit moderner Technik. Opa dreht halt jeden Cent 2-3 Mal um. Also ein Neufahrzeug denke ich nicht, dass sie irgendwann mal noch von sich eins ausholen würden. Und deswegen hat Oma das Auto von mir bekommen für 3 Jahre. Und in diesem Reichtum und in diesem Glück und Erfolg kommt dann auf einmal vor 2-3 Jahren die Depression, die Suizidgedanken, Nervenzusammenbruch, totale Krise. Haben Sie sich jemals gefragt, warum eigentlich? Sind das sozusagen die alten Dämonen, die da immer noch mal frech die Fratze zeigen? Ich habe sowas vorher nie gehabt. Obwohl ich wahrscheinlich eher diese Gedanken hätte haben sollen, als ich in der Drogensucht war. Ich habe das nie gehabt. Ich denke, es ist ein Teil aus der alten Vergangenheit, ein Teil aus dem neuen Druck. Ich hatte nie vor, mir irgendwas anzutun. Umso erschreckender ist es, wenn der Kopf einem diese Gedanken gibt, obwohl man die gar nicht haben möchte. Aber ich habe daran gearbeitet. Und aus jeder Negativphase, die man hat, kann man aber auch etwas, wenn man es wirklich möchte, etwas Positives für die nächste Negativphase wieder mitnehmen. Danke für die offenen Worte. Ja, sehr gerne. Danke für den Besuch hier. Grüße an Oma und Opa. Und so, viel Erfolg weiterhin.